ein Hoppelhase. Ah, Hasi! Ich halte ein Ziel. Da, 4 von 5. Zu dem nicht. Oh. Helft mir ja. Jo. Wenn ich da die Erben flattert. Jo. War mir ein Kugler. Jo. Aber ich hüfte ja, ich bin ja nicht so. Ist aber nicht. Wie viel Erben hat er denn eigentlich? Eins. Das, was da hinten liegt. Aha. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Brauchen wir noch eine Fleische. Na, ein Leber. Also Magen oder Leber oder was auch immer das ist. Ja, da oben steht der Bär. Achso, na, der kämpft gerade. Oder? Ist er alle oder ist das ein NPC? Oder was ist denn das? Nein, es ist ein NPC. Irgendwas ist da verpackt. Verpackt? Was ist denn das? Ah, jetzt geht's. Hast du das bestimmt bei Amazon, weil es verpackt ist, oder was? Oh. Achso, ich verstehe. Meines Western und Deutsch nichts gut sein. Schauen wir, ob es der hat. Nö, natürlich nicht. Oh, was stünden sie so? Hallöle. Das kenne ich, das Geräusch. Das mache ich immer, wenn der Stuhlgang ein wenig härter ist. Ha? Die ganzen Bärlis. Okay. Da wieder Bärli. Hallo Bärli. Nö, ja, so viel brauchen wir ja nicht mehr. Nö. Dann holen wir uns den noch schnell, bevor ein anderer holt. Nö. Einen Stängel, ne? Zwei. Mm. Ja, eigentlich brauchen wir nicht mehr einen. In richtigen halt, nicht wahr? Ich hol mal beide an. Oh, passt da. Angegreift. Ah, da steht ein Blümchen. Ah, Blümchen, so schön. So. Und Bärli Nummer 2. Hast du Hammer so ist? Sehr schön. Ich spüre, dass wir kurz davor stehen, diesen Fluch zu besiegen. Wer hätte gedacht, dass ein Trunkenbold wie Garuhor den Schlüssel für unsere Freiheit in Händen halten könnte? Okay. Ja, das ist nur genau eine World Quest. Und die. Ja, die gegenüber, oder? Ja, die unten da. Da, wo es die Artefakt macht, kriegst du tätig gemacht. War da jetzt irgendwo abgesprungen, in den Dümpel rein? Umgeschwommen. Gut gegangen. Nix ist geschenkt. Obwohl da herum, da war noch ein Ramop, den kommt man auch mitnehmen für ein paar. Für ein paar Ressourcen. Nein, ich komme nicht. Komme. Bist du da? Nein, ich bin da herum. Ich bin abgesprungen schon, bevor du es gesagt hast. Ja, dann mach ich es allein. Passt da. So, ich muss nur schneller sein, wie sie Schaden macht. Hey, nicht verschwinden da. Zack. Rye. Beer. Hi, hi. Space Taxi to the sky. Was? Feuer Salamander. Hexen auseinander. Hexen wieder zu. Und raus mit du. So. Hey, was tut der Porte jetzt hier mal an, ohne hier und da rüber? Gibt's ja nicht. Gulasch. Gulasch. Ja, ist das. Und dort umgefallen. Ja, waren auch 70 Gordons Ressourcen. Da will ich jetzt aber springen. Aber jetzt habe ich springen.
Hoppala, da ist kein Wasser unter uns. Zum Glück kommen heiler mit. Okay, das heißt, wir müssen eh da ganz um. Wasserrutsche! Was? Hoppala, das hat ein bisschen viel Molo. Ich renne mal. Moloxen? Bissi, ganz zent. Also bei mir ist nicht einer. Nee, ich bin ja gerade. Naja, ey, du weißt, ohne Schauen, ohne Hirn. Richtig Steffi-like geholt. Weißt du, wie wir es gewöhnt sind? Ja, sicher. Ohne Hirn einfach mitten durch! Und ja, nicht warten. Ja, nicht warten. Ich warte, da. Nein, nein, brauchst du nicht. Du kommst ja auf der falschen Seite nach. Nein, ich komm da nicht mehr aus dem Wasser raus, Alter. Da ist ein. Ah, jetzt. Was müssen wir eigentlich da? Was hast du? Du kommst ja auf der falschen Seite, aber du nicht auf der richtigen bist. Mimi. Was ist eigentlich da? Ich hab keine Ahnung. Aha. Jetzt geht's auf. Bist du im Wasser drin? Jo. Scheiße, nö, tschüss. Was ist denn? Na, die greifen mir nicht an, aber die haben jetzt erst angegriffen. Wir müssen jetzt irgendwen töten. Was? In Ordnung. Na, Gegenstand gefunden, irgendwas müssen wir finden. Was? Eigentlich, also das wird mir da vorne auch gesagt. Wie wird dafür gesagt, ist das Unterwasser oder? Luftblase. Was? Flugblase. Ich hab zwar keine Ahnung wieso, aber. Ah, ich bin in so einer Flugblase drin. Ich flieg mit der Flugblase aber mit. In welche Flugblase? Das steht aus, wie wenn ich schwimmen darf, aber. Hottla Hossa, das war jetzt fast ins Auge gegangen. Nur aus der Blase aus die Schwimmer. Lächer. Gottes Willen. Komm da nicht her. Oh ja. Kamikata. Da muss man nicht Flugblasen blasen, also im Seifenblasen schwimmen. Bist du schon drin in der Seifenblase? Ja, und dann? Noch schwimmen. Da kommt man bis zu dem Dach da um und da ist irgendein komischer Gegenstand drauf. Genau. Den kann man dann aktivieren. Nein! Achso. Dann bin ich wieder Bärmund. Was ist eh du da? Okay, wir haben's fertig. Ja. Jetzt müssen wir da ein Stück zurück und da können wir es dann angeben. Das ist heißt, dass wir da. Why not? Wo müssen wir es angeben? Was wieder quer für dich? Na. Nein! Ah, es ist so klar, das Arschloch hat mich jetzt vom falschen Ding gebracht. Ja, du fliegst. Ja, aber du. War ich doch. Ah, oder? Ah, es war anders. Hat nicht. Was? Ja. Ja, sicher fliege. Für was? Wir haben's ja, nicht wahr? Ich hab zwar schon wieder, weiß nicht wie viel Murloxen auf meinem Popo. Murloxen! Diese Dinger. Ah ja, wo die ganzen Leute stehen, dort ist zum Mogim.
Das haben wir doch, dass irgend sowas ist. Da wo die vorher alle umgehockt haben, oder? Die ganze Zeit. Hey, wo ist die Kiste jetzt in meinem... Da war... Hilfe! Ich komm da nicht um. Hilfe! Ja, 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 ja. Jetzt! Und? Na, Hofstaatsquest beenden. Was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Bisschen Gold, ein wenig Rüstung. Und sonst nichts Gescheites, glaube ich, oder? Artefaktmacht. 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 Der ist noch nicht bereit. So, hast du keine Flinte ins Korn? Hast du die auch noch? Keine Flinte ins Korn. Steffi? Von wo? Die warst da in Falschara ganz unten, nein, im Azuna, wo wir jetzt gerade sind. Da ist inmitten drin ist immer so eine kleine Insel, da ist bei mir ein Rufzeichen drauf. Hast du dir wahrscheinlich schon gegeben? Will ich da jetzt noch schnell runterrennen? Ah, wir sind eh wieder mal da. Ich nehme den Ruhestein. Ich muss jetzt dann dringend nämlich einmal verkaufen gehen. Und einmal schauen, wie es mit der Artefaktmacht ausschaut. Und mein anderes Killung wieder rein da. Da, endlich so. Und jetzt kann ich. Da in da Spezialisierung und Talente. Ich möchte haben Schattenflammenkugel, das möchte ich haben. Dann Schreckensbeschwörer beschwert zusätzlich, das passt eh. Da nehmen wir mal betäubt alle, das finde ich viel interessanter. Die Hand von Gul'dan ist. Dämonische Mächtigung hat beim Einsatz im Kampf eine Chance von 65% einen Splitter zu dämonische Ermächtigung. Die Hand von Gundal. Mit Verdammnis, das ist viel geschickter, das ist eh klar. Was haben wir da gehabt? Dunkler Pakt, Opfer, Gesundheit. Und da habe ich die Grimoire gehabt. So. Viel interessanter. Die kann ich wegtun. Die kann ich wegtun und die kann ich auch wegtun, weil ich hab die andere habe ich eh da heraus. Die Grimoire, die Teufelswache. Schattenfuhrer, dunkler Pakt. Bin gleich Grimoire, wieder da. Den kann ich auch wegtun. Schattenfuhrer. Was ist ein Schattenfuhrer? Was macht ein Schattenfuhrer? Bevor einer der draußen kommt. Schattenvorrat. Betäubt. Achso, das ist das mit dem, wo es alle Gegner betäubt werden. Das kommt man eigentlich ab und zu mal verwenden, eigentlich. Und der dunkle Pakt. Das war das, wo der. Wo dunkler Pakt. Opfer 20% Alkohol, was der man sich so. Schild zu hüllen, das ist eigentlich auch nicht so deppert, wenn man es ein wenig verwenden darf, ne? Nicht wahr? Aber sonst bleiben wir mal bei der ehemaligen Skillung, das ist für mich viel interessanter. Ob es dann für die anderen, das ist für mich dann wurscht, aber es geht ja eher um mich und nicht um die anderen. Gut, da können wir dann im Prinzip. Einmal verkaufen gehen. Schnell, schnell! Reparieren und den ganzen Raum schon mal weg. Das zahlt sich schon mal aus. Dann schauen wir, was haben wir denn da? Seelengebunden. Brauchen wir nicht. Und aha. Das könnte anders sein. Da habe ich ein Fragezeichen. Wieso habe ich denn da in Dalaran ein Fragezeichen?
uraltes weiß nicht, wo die Platte wird beim Anlegen gebunden. Kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Seelen gebunden. Geschlechter. Arschlechter. Wird beim Anlegen gebunden. Seelen gebunden. Arschlechter. Anlegen, wird beim Anlegen, wird beim Anlegen, wird beim Anlegen. Beim Anlegen. Beim Anlegen. Seelen gebunden. So. Gehen wir dann noch schnell zu dem Typen auf Verkaufen. Das Verkaufen. Die. Erstellen. Die. Erstellen. Die. Aktien erstellen. Lange über 100 Gold oder 80 Gold dafür kriege, ist sehr in Ordnung. Was ist das? Nein, 1500 ist. Ein wenig gar komisch. Platte, Auktion erstellen, nur Platte. Hallo? Achso, der hat von dem unten. Machen wir 100 Gold draus. Finger. Uchtzk. Auktion erstellen. Hat einen Erfolg gekriegt. Echt? Hast du einen Erfolg gekriegt? Alltägliches. So, was haben wir da noch? Das eigentlich, ja, das geht aber glaube ich nicht, wenn er. Nein, das geht nicht, wenn sie in einem Kampf sind. In unterwegs sind. Auf Mission! Sonst haben wir, glaube ich, eh nichts in der Tasche. Das Relikt ist nicht abgestimmt. Aha! Also das Relikt bringt uns auch nichts. Auf was? Los, los! Und was hab ich da für einen Einser? Ich muss irgendeinen Forscher behandeln. Timo ist jetzt offline. Tschüss, Timo! Wo ist er? Aha. So, dann laufen wir uns. Der fiebrige Forscher. Gibt's noch einen zweiten Stock? Gibt's noch nicht. Letzter Wächter, der. Ich hätte mich irgendwann warnen. Ich bin fertig. Fertig? Wie schaut's bei dir aus? Nö, ich schau jetzt noch schnell oben in mein Distrikt. In die Schreckenslabe. Und dann bin ich eigentlich auch durch. Warst schon im Hain der Träume? Ich gerade, ja. Hast bei deiner Waffe was gemacht? Ja. Der Artefakt macht vergeben? Ja. Hab ich auch. Was da? Na, ich hol mir da jetzt einmal meine Wichtel an. War fertig, das passt eh. Ordensressourcen habe ich auch schon wieder fleißig ausgegeben. Ja, glaube ich, habe jetzt gar nicht so viel. Okay, 1300 sind es auch schon wieder geworden. Ich hab 3000 gekriegt. Insgesamt. Mit dem, was der Taschen war, oder was?
Effi? Ja, mit dem, was in der Tasche. So, die zwei sind auch fertig. Na, so viel habe ich nicht. Aber ich habe ja vorher schon relativ viel ausgegeben von dem Zeug. So, wie schaut es jetzt aus? Ich habe jetzt 18.000 Artefakt gemacht. Keine aktiven Verbindungen. Wie schaut es mit dem aus? Wenn eure Wichtel Feuerblitz wirken, erhaltet ihr eine Anwendung von gestohlener Kraft. Sobald ihr 100 Anwendungen erhaltet, verursacht euer nächster Dämonenblitz 50% mehr Schaden. Aha. Unbedingt. Was haben wir? Das ist voll ausgerüstet. Das A. Verringerte Abgabe. Entschlossenheit erhöht den Dämonenzahn, verursachten Schaden. Der ist aber auch gut. Verursachten Schaden, dann ist der doppelten Schaden zu verursachen auch. Erhöht den kritischen Treffer als der Dämonenblitz. Ja, gut, okay, ich brauche nur 14.000, das heißt, ich brauche nur mehr 7.000 Tage. Ja, Artefakt macht, brauche ich jetzt schon viel. Ja. Das ist. Ja. Eher schon viel. Ja. Schon sehr viel. Aber im Prinzip, weil das Ritual kann ich jetzt auch nicht mehr machen, weil das geht nicht da einmal am Tag. Habe ich heute schon mal gemacht. Also ich bin fertig. Auf die Nerven, ja, das wissen wir. Ja. Wissen wir, dass du fertig bist. Effi ist die fertigste. Hallo. Unsere Zeit. Wo bin ich jetzt eigentlich? Das muss ja auch irgendwo stehen. Wir haben nicht 10% Tempo mehr, um Gottes Willen, dafür habe ich viel Meisterschaft. 40% erhöhten Schaden von meinen Dämonen, um Gottes Willen. Irgendwo steht doch eigentlich. Galisonsressourcen sind noch relativ viel. was wird jetzt schon? Ich weiß jetzt auch nicht mehr. War nicht so gut. Ein Talente. Ach so, genau, welche Stufe, dass man auf Ehrenstufe 19 freigeschaltet. Ich bin jetzt auf. Aha. Was steht das da irgendwo? Bücher. Level? Na, nicht wirklich. Gar nicht die Bohnen stehen da. Niki kommt heim. Ich weiß nicht. Ja, wenn der Hund gerade Bett hat. Ja, was weiß denn, irgendwas, der schon wieder Bett hat. Vielleicht hat er einen Schluck auf. Oder niesen müssen. Ja. Irgend so, es wird schon gewesen sein. Na gut so. Also ich bin auch durch. Für heute. Perfekt. Mia! Komm jetzt her da, sonst wasch ich da eine. Dummer Hund, du dummer du. Sag jetzt Entschuldigung ins Mikrofon. Hä? Gibt's ja nicht. Die Aufnahme niesen. Was? That's it. So, wo sind wir stehen geblieben? Beim Verabschieden, gell? Jo. Gut, jetzt Steffi macht so, die geht gleich offline. Ich hab gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr es gesehen habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss mit euch und ciao mit euch.